Fußballfreunde, liebe Hertha-Freunde, ein neues Ranking-Video. Ich habe es ja schon angekündigt, ich werde jetzt mehr solche Videos machen, außer ihr habt gar keinen Bock, dann schreibt es mir in die Kommentare. Heute ist es mal ein negatives Ranking, man kann auch mal solche Videos meiner Meinung nach machen. Und zwar ist es die Flop 5 Stürmer von Hertha BSC, seit ich Hertha-Fan bin, also seit 2002. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe es jetzt mal im Top-5-Video schon gesagt. Was spielt alles mit rein? Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, habe nochmal alle Kader mir seit 2002 angeschaut und natürlich analysiert, welche Stürmer hatten wir überhaupt? Wie viele Tore haben die geschossen? Wie waren die Erwartungen? Wie waren meine Erwartungen damals an ihn im Verhältnis auch zur Ablöse, im Verhältnis von Medien? Also was hat man erwartet? Was hat man am Ende bekommen? Wie enttäuscht war das Umfeld? Wie enttäuscht war Hertha BSC? Wie enttäuscht war ich von diesem Transfer? Beginnen wir mit der Flop 5. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr mir auf Twitch folgt, wo wir immer zusammen Bundesligaspiele oder Champions-League-Spiele zusammen angucken und sehr, sehr interaktiv agieren. Sorry, dass ich immer so viel Werbung mache. Link ist unten in der Beschreibung für meinen Twitch-Account. Lasst mir auch gerne hier ein Abo da. Umso mehr Abonnenten man hat, desto mehr ist man motiviert, muss ich einfach sagen, sich noch mehr Zeit da rein zu investieren, noch mehr Mühe zu geben für euch, noch mehr coole Videos zu machen, als wenn da vom Wachstum einfach nichts passieren würde. Ich danke aber jedem Einzelnen, der schon dabei ist. Teilt das Video gerne mit euren Hertha-Freunden oder anderen Kumpels, die das interessieren könnte. Denn Videos durchzuschauen, also bis zum Ende, und Videos weiterzuleiten, das bringt wohl laut Algorithmus sehr viel für mich. Ich habe es mir hier ein bisschen aufgeschrieben, da ich mir nicht alles merken kann. Vielleicht viele von euch sind noch relativ jung, das weiß ich ja, die sind zwischen 14 und 17, die kennen einige Spieler wahrscheinlich gar nicht mehr, solange wie ich schon Hertha-Fan bin. Aber es ist vielleicht für euch auch nochmal eine ganz gute Geschichtsstunde. Fangen wir an. Platz 5 der Flop 5 Hertha-Stürmer seit 2002 ist für mich Rob Friend. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht noch. Er ist damals Torschützenkönig geworden von Borussia Mönchengladbach. Irgendwann hat ihn Hertha dann verpflichtet für 1,8 Millionen und zwar im Jahr 2010. Was jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wahnsinnig wenig war. Die Erwartungen waren natürlich sehr, sehr hoch an ihn. Das war dann bei uns in der Zweitligasaison, wenn ich mich richtig entsinne. Schreibt es mir in die Kommentare, falls es falsch ist. Die Erwartungen waren hoch, weil er natürlich Bundesliga-Torschützenkönig schon mal war. Er ist in der zweiten Liga verpflichtet worden, um die ganze zweite Liga wegzubomben. Endbilanz waren dann 25 Zweitligaspiele, 5 Tore, was natürlich viel zu wenig war für einen Stürmer, den man für 1,8 Millionen in die zweite Liga holt, mit dem man aufsteigen will. Und der quasi in der zweiten Liga, wenn er schon in die erste Liga mal weggebombt hatte, regulieren soll quasi, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also war sehr enttäuschend, aber war nur Platz 5. Platz 4, der wird vielen von euch bestimmt gar nichts mehr sagen. Sirjan, wenn ich es jetzt richtig falsch ausspreche, bitte köpft mich nicht, Sirjan Lakic. Wurde als riesiges Sturmtalent damals für nur knapp 500.000, ich glaube, irgendwo aus Serbien verpflichtet oder Kroatien, ich weiß es nicht mehr, wo er herkam, aus welchem Verein. 500.000 verpflichtet, sollte langsam rangeführt werden und irgendwann mal der absolute Bundesliga-Stürmerstar werden. Hat am Ende für 12 Spiele bei Hertha in der Bundesliga gereicht und er hat kein einziges Tor für uns geschossen. Er ging dann irgendwann mal nach einer Ausleihe zu dem ersten FC Kaiserslautern, wo er wirklich alles kurz und klein geschossen hat als Stürmer. Hat dann also später noch sein Talent gezeigt, ging dann auch zu Wolfsburg wiederum von, wenn ich mich nicht irre, von Kaiserslautern. Das ist jetzt alles ein bisschen Gedächtnisprotokoll. Hat dann da aber auch wieder nichts gerissen. Also ein wahnsinnig hochtalentierter Spieler, der aber bei uns nichts gerissen hat, wo die Erwartungen sehr hoch waren, als er kam, wo ich glaube damals noch Lucien Favre auch die Erwartungen sehr hoch gehalten hat und immer wieder gesagt hat, er ist gut, hat sich aber nicht so wirklich durchgesetzt. Nummer 3 ist ein Brasilianer, der damals mit sehr viel Vorschusslorbeeren aus Südamerika zu Hertha kam, sich aber nie so richtig akklimatisiert hat. Die Rede ist von André Lima. André Lima ist Brasilianer gewesen, kam zu uns für die damalige Summe 2007 kam er zu uns. Damalige Ablösesumme 3,5 Millionen Euro war Herthas Transferrekordsumme. Ihr müsst überlegen, diese Transfersummen sind wirklich erst so geisteskrank in den letzten 3 bis 5 Jahren angestiegen. Also damals war 3,5 Millionen, so wie es ja auch ist, 3,5 Millionen wahnsinnig viel Geld. Und damit warst du top oder teuerster Transfer der Vereinsgeschichte bei einem Verein.
Das war André Lima damals auch. 3,5 Millionen Karma, hat 16 Spiele insgesamt gemacht, 2 Tore geschossen. Also hat irgendwie gar nicht funktioniert, er hat sich nicht akklimatisiert. Ein Tor erinnere ich mich noch, da stand ich in der Ostkurve, hat er gegen Hannover erzielt. Das war das wichtige 1:0 in einem eisekalten Winter. Ist er ja noch vor die Kurve gerannt und hat so gejubelt. Aber es hat leider nie gereicht. Ich habe mir immer gewünscht, dass er ein toller Stürmer wird bei Hertha, hat aber leider nie geklappt. Und dann war nach einem Jahr auch schon der Schluss und er hat den Verein wieder verlassen. Gehört also zu den Flop 3. Flop 2, bevor wir zum absoluten Flop meiner Meinung nach kommen der Vereinsgeschichte. Luis Sao. 2002, wo quasi meine Hertha-Fankarriere angefangen hat, ist er zu Hertha gekommen. Und er ist zu Hertha gekommen, nachdem Brasilien Weltmeister wurde, nachdem sie 2:0 gegen Deutschland im Finale gewonnen hatten. Und Luis Sao war Teil des Kaders. Man dachte sich bei Hertha, ey, Wahnsinn, ey, wir kriegen einen Weltmeister, einen brasilianischen Nationalstürmer, kriegen wir zu Hertha BSC ablösefrei. Wahnsinn. Ja. Als er dann bei uns gespielt hat, haben viele geschrieben, spöttischerweise ist das vielleicht nur der schlechte Zwilling von Luis Sao, weil der wirklich also in keinster Weise irgendwas von dem gezeigt hat, was man sich vom Seleção-Spieler erhofft hat. Er hat dann insgesamt in 2 Jahren 26 Spiele für uns gemacht und nur mickrige 4 Tore erzielt und war einfach aufgrund, der war jetzt nicht wahnsinnig teuer, war ja ablösefrei, aber aufgrund der Erwartungshaltung, ihr könnt euch nicht vorstellen, Brasilien war damals das Nonplusultra. Das könnt ihr euch vergleichen wie mit Barcelona vor 4 Jahren mit Messi oder das könnt ihr vergleichen wie mit ja, Spanien, als sie so reguliert haben, wo sie Weltmeister und Europameister geworden sind. Also es war die absolute Übermacht Brasilien und wir haben einen brasilianischen Seleção-Nationalspieler bekommen und der hat einfach in der Bundesliga nichts gerissen. Deswegen Erwartungshaltung unfassbar hoch, hat aber überhaupt nichts gebracht. Und jetzt, wer ist die Nummer 1, seit ich Hertha-Fan bin? Die Nummer 1 ist, so traurig wie es für ihn ist, Arthur Wichenjarek. Viele kennen ihn vielleicht gar nicht mehr. Arthur Wichenjarek war, glaube ich, sogar einmal Torschützenkönig, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei Arminia Bielefeld. Auf jeden Fall war er sehr, 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 sehr torgefährlich über viele Jahre bei Arminia Bielefeld. Wir verpflichteten ihn dann das erste Mal ablösefrei von Arminia Bielefeld 2003 und er hat sich bei uns überhaupt nicht wohlgefühlt. Er hat sich bei uns überhaupt nicht wohlgefühlt, war offiziell 3 Jahre bei uns, hat aber nichts gerissen, hat 44 Pflichtspiele gemacht und nur 4 Tore gemacht, was eine mickrige Quote als Stürmer ist, der ja als absoluter Bomber zu uns gekommen ist. Der Pole ging dann wieder zurück zu Bielefeld und hat wieder wie am Fließband getroffen, also völlig unverständlich. Und dann kam man bei Hertha auf die coole Idee, wir können es ja nochmal probieren. Erstmal überhaupt auf so eine Idee zu kommen, Spieler, der 3 Jahre bei einem überhaupt nicht funktioniert hat, aber bei einem anderen Verein offensichtlich super funktioniert, nochmal zu verpflichten, ist ja schon völlig irre. Aber Hertha hat es halt gemacht, ihn nochmal für 500.000 2009 dann verpflichtet. Und wie sollte es anders kommen? Er hat 19 Spiele in einem Jahr für uns gemacht und kein einziges Tor in der Bundesliga erzielt. Er hat dann irgendwie in der Euroleague oder UEFA Cup oder was es damals war, hat er getroffen, aber er hat in 19 Bundesligaspielen kein einziges Tor gemacht. Das war für mich der absolute Flop, woran natürlich er nicht nur alleine schuld war, sondern wieso, wenn man weiß, er ist 3 Jahre gefloppt, man hatte sogar rechtliche Streitigkeiten mit ihm. Er geht zurück zu Bielefeld, funktioniert er wieder, dann würde ich doch sagen, er funktioniert vielleicht nur im Bielefelder Umfeld. Nein, wir holen ihn nochmal und müssen den gleichen Fehler zweimal machen und er scheitert noch schlimmer als zuvor. Ja, das war jetzt meine Flop 5. Schreibt mir gerne eure Flop 5 in die Kommentare, seitdem ihr Hertha-Fan seid. Auch gerne mit den Jahreszahlen, damit ich einschätzen kann, weil seit wann seid ihr denn Fans, damit man das auch einordnen kann. Ja, schreibt mir auch gerne, wie ihr dieses Video fandet. Schreibt mir, was ihr gerne für Rankings sehen wollen würdet in Zukunft. Und lasst mir gerne ein Abo auf diesem YouTube-Kanal da. Ich freue mich über jedes einzelne Abo. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der es schon macht. Folgt mir auch auf Twitch. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Abend. Bis dann. Ciao.